und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, bei diesem schmuddeligen Wetter da draußen habe ich es mir ein bisschen gemütlich gemacht und mich um den Haushalt gekümmert. Außerdem wollte ich euch nebenbei noch 13 Tipps und Tricks zeigen, die euch vielleicht auch das Leben im Haushalt und beim Putzen ein bisschen erleichtern können. Ein Bonustrick habe ich noch angeschlossen. Vielleicht ist das ein oder andere ja für euch neu und kann euch weiterhelfen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß bei diesem Video. Da geht's auch schon direkt los. Wie gesagt, ich habe es mir gemütlich gemacht und ein paar Kerzen angezündet. Nicht nur in der Küche, was ich euch gerade gezeigt hatte, sondern auch im Wohnzimmer. Ja, und auf dem Wohnzimmertisch ist es natürlich nicht so schön, wenn die ganzen Fernbedienungen rumliegen. Normalerweise hat man ja wirklich für jedes Gerät eine Fernbedienung. Das hat mich gestört. Die mussten weg und so habe ich mir vor einiger Zeit jetzt schon was einfallen lassen. Und zwar kann ich die alle unter dem Tisch verschwinden lassen, indem ich da einen Klettverschluss angebracht habe. Ich habe mir also Klettverschlussbänder bei Amazon bestellt, habe die unter den Tisch geklebt und auf die Fernbedienungen und kann die Fernbedienung einfach unter dem Tisch verschwinden lassen. So sieht das dann von unten aus. Jede Fernbedienung hat da seinen Platz. Man muss so ein bisschen tasten, aber dann findet man schnell den Platz für die Fernbedienung und sie ist aus den Augen. Ja, den nächsten Tipp hatte ich euch schon mal in meinem Frühjahrsputzvideo gezeigt, aber das haben ja vielleicht nicht alle gesehen und ich bin tatsächlich so beeindruckt davon, dass es hier auf jeden Fall auch nochmal erwähnen muss, und zwar eine einfache Walnuss zu nehmen, um Kratzer im Holz zu entfernen. Also da könnt ihr das ganz schön sehen. Ich habe die Walnuss auseinandergebrochen, damit ich eine möglichst große Auflagefläche sozusagen habe und reibe einfach damit so lange über den Kratzer, bis der verschwunden ist. Also ihr habt ja gerade gesehen, wie der Kratzer da ganz deutlich zu sehen war und am Ende war er weg. Gerade dort, wo wir den Hochstuhl von der Elena stehen haben und den hin und her rutschen, ist das Holz wirklich schon ganz schön beansprucht und ich wollte einfach mal versuchen, ob man auch eine etwas größere Fläche mit der Walnuss behandeln kann. Und das hat auch wirklich super gut funktioniert. Also da zeige ich euch das gleich mal aus verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, man kann ganz schön gleich sehen, dass das Holz hinterher wieder richtig schön strahlt und ja, irgendwie so saftig und glänzend aussieht. Ja, hier kommen wir zu einem etwas leidigen Thema, nämlich den Fußleisten. Die mache ich ganz und gar nicht gerne sauber. Die gehen bei uns auch wirklich schwer sauber zu machen. Die sind auch relativ groß und das macht mir keinen Spaß und ich versuche das möglichst selten zu machen, obwohl das natürlich dann nicht schön aussieht, wenn sich da so viel Staub drauf ablagert. Daher benutze ich ganz gerne schon mal diese Trocknertücher. Irgendwie haben die so einen bestimmten Inhaltsstoff, dass sich der Staub einfach nicht so schnell wieder auf diese Fußleisten drauflegt und ich habe ein bisschen länger Zeit, bis ich wieder sauber machen muss an der Stelle. Bei dem nächsten Tipp geht es gar nicht so sehr um das Putzen, sondern eher um das Gefühl eines sauberen Raumes bzw. eines sauberen Zuhauses. Und zwar finde ich diese Duftperlen für die Wäsche sehr angenehm vom Geruch her und freue mich immer, wenn die Wäsche danach duftet. Und habe mich immer sehr gefreut, wenn hier so ein Wäschekorb steht, den ich an Wäsche zusammenlegen muss, weil dann das ganze Wohnzimmer fast so ein bisschen danach riecht. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich es machen, dass das Wohnzimmer immer so einen leichten Duft von diesen Duftperlen hat und habe mir einfach so kleine Nylon-Tütchen gekauft, habe da ein paar Duftperlen eingefüllt und in ein paar von unseren Kissen-Covern reingesteckt. Also nicht in jedes Kissen, das wäre ein bisschen too much, aber immer wenn man sich jetzt in das Kissen so reinsetzt, kommt so eine kleine Duftwolke von frisch gewaschener Wäsche und das finde ich sehr, sehr angenehm. Der nächste Tipp betrifft sämtliche Mülleimer und zwar lagere ich ganz gerne direkt die Müllbeutel in dem kleinen Mülleimer, sodass ich dann blitzschnell Zugriff habe und nicht erst lange nach den Müllbeuteln suchen muss, sondern quasi direkt, wenn ich den Müllbeutel wechsle, auch unmittelbar danach einen neuen schon einsetzen kann. Ja,
Jetzt dieser Tipp ist vielleicht ein bisschen indiskret, aber was soll's, wir müssen alle mal auf Toilette gehen und von daher betrifft's uns alle. Wenn das größere Geschäft ansteht, lege ich ganz gerne so eine Lage Toilettenpapier vorher in die Toilette rein. So können wir nämlich die Toilettenbürste relativ gut schonen, weil dann das Geschäft auf das Klopapier fällt und nichts in der Toilette hängen bleibt, sage ich mal. Also wie gesagt, das ist ein bisschen indiskret, aber es ist eigentlich wirklich sehr praktisch, die Klobürste kaum brauchen zu müssen. Ja, und hier war unser Waschbecken leider etwas verstopft. Also gerade wenn man beide Wasserhähne aufgedreht hat, lief das Wasser nur noch ganz schwer ab. Man kann es vielleicht auch ein bisschen erkennen, wie sich das schon ansammelt. Und da habe ich so einen kleinen Pömpel. Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, aber unter Pömpel könnt ihr euch hoffentlich was vorstellen. Ihr seht es ja auch im Bild. Also eine kleinere Variante, die ich fürs Waschbecken benutze. Ich habe auch die große Variante für die Toilette. Aber mit dem Toilettenpömpel möchte ich nicht gerne im Waschbecken rumhantieren. Von daher habe ich da so ein extra Teil. Das hat leider gar nicht viel gebracht. Deswegen musste ich da noch nacharbeiten mit diesem Plastikstab, der so verschiedene Widerhaken hat. Da habe ich relativ lange rumgepopelt in dem Abfluss und bin fündig geworden. Es hingen doch allerhand Haare ziemlich tief unten im Siphon drin. Die habe ich alle rausbekommen. Und das Praktische an diesem Tipp ist einfach, man kann den Abfluss befreien, ohne jetzt die große Chemiekeule schwingen zu müssen, weil ich finde, diese ganzen bio-abflussfrei Sachen helfen nichts. Ich muss dann wirklich das harte Zeug nehmen. Das konnte ich aber jetzt hier sparen, da ich das Ganze mechanisch hinbekommen habe. Ich habe hinterher noch ein bisschen nachgewischt und von diesem sehr gut duftenden Zuflora noch zwei Verschlusskappen in die Spüle reingetan und so duftete alles und war auch wieder frei. Hier seht ihr mich jetzt an meinem Handy den Timer einstellen und zwar soll das symbolisch das Speed Cleaning darstellen. Es motiviert einen ungemein, wenn man sich einen bestimmten Timer setzt für eine bestimmte Anzahl von Minuten, die man sich für einen Raum gibt oder vielleicht eine ganze Stunde für verschiedene Räume gibt. Man ist wirklich so schnell und schafft wahnsinnig viel in dieser kurzen Zeit. Hier seht ihr meine drei liebsten Vasen. Ich habe nämlich immer gerne frische Blumen auf dem Tisch. Das Ganze sieht aber nur schön aus, wenn die Vase auch schön sauber ist und nicht wie diese hier Ränder hat. Allerdings ist Vasenreinigen jetzt kein richtig schöner Job. Deswegen nehme ich dafür einen Gebissreiniger, der den Job für mich erledigt. Also heißes Wasser in die Vase rein, Gebissreiniger dazu, das Ganze sprudelt ein paar Minuten und anschließend braucht man die Vase eigentlich nur noch einmal mit Wasser ausspülen. Ich habe jetzt hier nochmal mit einem Schwamm ein bisschen nachgearbeitet. Das ist aber eigentlich gar nicht richtig nötig. Hier beschäftigen wir uns nochmal mit dem Thema Müllbeutel und zwar, wie man den möglichst bequem wechseln kann. Man schlägt ihn natürlich auf, aber kein Mensch hat Lust, mit seinem Arm da so tief in die Mülltonne reinzugreifen. Das muss man auch gar nicht. Man kann einfach den Müllbeutel am unteren Ende nehmen und so glatt streifen. Dann bleibt er so stehen, als ob da ein Stock drin wäre, lustigerweise. Dann setzt man den Müllbeutel so in die Mülltonne rein, befestigt ihn oben und schon ist die Sache ganz schnell und bequem erledigt. Und wie oft habe ich mich mit dem blöden Backpapier rumgeärgert, vor allen Dingen, wenn der Backofen schon an ist und man versucht, das da reinzufummeln. Es hat irgendwie sein Eigenleben. Es rollt sich immer irgendwie wieder zusammen und irgendwann war ich so wütend, dass ich es in der Hand zerknüllt habe. Und ja, bin dabei direkt auf den nächsten Trick gestoßen. Wenn man nämlich das Backpapier zerknüllt, ist es plötzlich ganz brav und man kann es genau so hinlegen, wie man möchte. Der
nächste Tipp ist eigentlich selbstverständlich, wird aber wahrscheinlich in der Hektik des Alltags oft nicht berücksichtigt, und zwar zu schauen, wie wendet man diese Putzmittel richtig an. Meist ist eine Einwirkzeit empfohlen. Ich habe immer diese beiden Sachen bei mir in der Küche direkt an der Spüle stehen. Einmal ist das so ein Himbeeressig und einmal so ein Spiritusreiniger. Und auf dem Himbeeressig steht wirklich drauf, man soll es kurz einwirken lassen. Und wenn man das macht, hat man sich auch nochmal einen Teil der Arbeit gespart, weil man einfach das Mittel für sich arbeiten lässt. Wenn man es zu schnell abwischt, kann es vielleicht den Kalk in dem Fall gar nicht richtig entfernen. Also wirklich die Einwirkzeit beachten, schaut, was hinten drauf steht. Auf dem Spiritusreiniger steht das zum Beispiel nicht drauf. Da kann man einfach direkt feucht nachwischen. Also großer Tipp von mir, die Einwirkzeiten beachten. Dann macht man sich weniger Arbeit und lässt das Putzmittel für sich arbeiten. So soll es ja auch sein. Wir bleiben jetzt noch kurz bei dem Spülbecken. Wenn das alle paar Tage mal eine intensivere Reinigung nötig hat und auch da dieser ganze Abfluss richtig schön gereinigt werden soll, nehme ich ganz gerne einen Spülmaschinentab, lege den in das Spülbecken rein, fülle das Spülbecken mit kochendem Wasser, bis zumindest der Boden so ganz bedeckt ist, und lasse das Ganze ja idealerweise über Nacht einwirken. Um es jetzt hier zu zeigen, habe ich es einfach tagsüber mal anderthalb, zwei Stunden einwirken lassen. Danach glänzt wirklich alles wie neu. Man spült es kurz aus, man reibt einmal kurz mit dem Schwamm drüber und alles glänzt wirklich wie neu. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Der Bonustipp hat jetzt eigentlich gar nichts mehr mit dem Putzen zu tun, sondern eher mit der Belohnung danach. Für mich ist das ein sehr schöner Kaffee, und wenn ihr den gerne mit Milch trinkt, so wie ich, dann versucht doch mal, die Milch aufzuschäumen. Ich finde, der Kaffee schmeckt viel besser. Man hat diesen schönen Milchschaum dabei. Es ist ein bisschen wie in so einem fancy Restaurant, aber ganz einfach gemacht mit so einem kleinen Handaufschäumer mit Batteriebetrieben. Wir haben uns damals, als wir die Kaffeemaschine gekauft haben, gegen den Milchaufschäumer an der Kaffeemaschine entschieden, weil er einfach so schwer sauber zu machen ist. Und dieses kleine Handgerät ist bei mir mehrfach am Tag im Einsatz. So, die Arbeit im Haushalt ist erledigt. Meinen Kaffee genieße ich jetzt. Der sieht aus wie im Restaurant, mit diesem einfachen Trick, den Milchaufschäumer zu verwenden. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen und ein paar Tipps und Tricks oder Neudeutsch-Hacks zeigen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße. Wir gehen gleich noch ein bisschen raus. Das Wetter ist jetzt super. Und bis bald. Tschüss.